Wusstet ihr sofort nach der Schule, was ihr werden wollt? Ich muss sagen, ich bin happy, wo ich jetzt gelandet bin. Hi Leute! Kennt ihr schon den Foodblog aus dem Bundestag? Leute, habt ihr auch schon über die deutsche Wirtschaftskrise gelesen? Herzlich willkommen zu ZDF heute live. Ich frage mich nur manchmal, wo ich jetzt wäre, wenn ich eine Ausbildung gemacht und nicht studiert hätte. Wenn man den Plakaten hier glaubt, sind die Chancen und Perspektiven von Ausbildungsberufen mindestens genauso gut wie die mit einem Studium. Praxisnah, lukrativ, aussichtsreich, sinnvoll und zukunftssicher. Eine Ausbildung hat viele Vorteile. Fix und easy, ohne langweilige Vorlesungen, rein ins Berufsleben. Dafür aber mit viel Praxiserfahrung und großen Erfolgschancen. Das sagen auch die PolitikerInnen im Bundestag. Ich bin überzeugt, alle Bildungswege bei uns bieten die Chance auf ein erfülltes und auch einträgliches Berufsleben, gerade auch die berufliche Ausbildung. Wie passt das mit dem hier zusammen? Ich könnte mir das nicht leisten, dann nur zwei Glühwein zu holen, weil ich mir denke, nee, das ist ein halber Wocheneinkauf, den ich da weghauen würde. Wir haben unsere Community gefragt, wie es den Azubis in Deutschland wirklich geht. Und Leute, die Lawine an Antworten hat uns echt umgehauen. Sind denn Ausbildungsberufe jetzt die Premium-Chance, um ins Berufsleben zu starten? Oder nicht? Wieso geht es so vielen Azubis so schlecht? Und was muss passieren, damit junge Menschen wieder Lust auf eine Ausbildung haben? Das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's. Laut dem Statistischen Bundesamt haben 2022 etwas mehr als 1,2 Millionen Menschen eine Ausbildung gemacht. Denen stehen mehr als doppelt so viele, ganze 2,9 Millionen Studierende gegenüber. Das war nicht immer so. In den 50ern kamen zum Beispiel auf einen Studierenden mehr als 7 Azubis. An die Uni zu gehen wurde seitdem immer beliebter. 1990 überstieg erstmals die Anzahl der Studis die der Azubis. Diesen Wandel spüren wir und vor allem die deutsche Wirtschaft heute extrem. Azubis sind nämlich Mangelware. Wir haben auf jeden Fall absolute Not, Azubis zu bekommen. PflegerInnen, MechanikerInnen, ErzieherInnen, EinzelhändlerInnen, Kauffrauen oder Kaufmänner, AugenoptikerInnen, SchneiderInnen, BeamtInnen, BuchhändlerInnen, FloristInnen, FotografInnen. Scheiße. All das, über 320 gibt es, sind Ausbildungsberufe. Die Bandbreite ist wie gesagt riesengroß. Das heißt aber auch, viele Berufsgruppen und ArbeitgeberInnen finden keinen Nachwuchs für ihre Unternehmen. Die größten Probleme gibt es in den Bereichen Handel, Gastgewerbe und Lebensmittelhandwerk. Hier wird die Ausbildung am unattraktivsten eingeschätzt. Das ist Jan Krüger. Er ist der Leiter der Abteilung Bildungspolitik und Bildungsarbeit des Deutschen Gewerkschaftsbundes, kurz DGB. Mit ihm haben wir uns darüber unterhalten, wie die aktuelle Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist. Die Zahlen sind seit Jahren rückläufig. Im letzten Jahr haben nur noch 475.000 junge Menschen eine Ausbildung aufgenommen. Vor Corona waren es ungefähr 500.000. Stand September 2022 waren jedoch über 545.000 Ausbildungsplätze verfügbar. Heißt, viele Ausbildungsplätze blieben unbesetzt. Laut dem Deutschlandfunk summieren sich die unbesetzten Ausbildungsplätze nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit im August 2023 auf sogar rund 177.000. Weniger Auszubildende heute bedeutet weniger Fachkräfte morgen. Alles redet vom Fachkräftemangel. Der Mangel an Fachkräften gilt als eine der größten Wachstumsbremsen für die Wirtschaft in Deutschland. Aber woran liegt es denn jetzt, dass immer weniger junge Menschen eine Ausbildung machen? Ja, schon klar. Corona und dass es allgemein immer mehr alte und weniger junge Menschen gibt, sind da bestimmt ein Teil des Problems. Und von Älteren hört man ja oft auch das hier. Jetzt sieht es natürlich so aus, dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen unter der Vorstellung, das Leben ist ein Wunschkonzert. Was ist die Folge? Ja, du fängst was an. Und beim ersten leisen Gegenwind denkst du, nee, das war das Falsche, schmeiß die Flinte wieder ins Korn. Ja, okay. Also wenn ich mir eure Antworten auf unsere Community-Umfrage durchlese, dann geht's eigentlich um ganz andere Probleme. Fehlende Förderung, schlechte Bezahlung, zu wenig Anerkennung, die Liste ist endlos. Checken wir mal die drei größten Probleme rund ums Thema Ausbildung. Kleiner Spoiler hier kurz vorweg. Wir wissen, dass der Prozess der beruflichen Ausbildung oft viel weiter geht als der Abschluss zum Gesellen oder zur Gesellin. Danach kommen ja oft noch die Weiterbildungen zum Meister oder zur Meisterin. Aber gerade zu Beginn scheitern momentan ganz viele junge Menschen und die gucken dann erstmal in die Röhre. Deswegen legen wir in diesem Video den Fokus auf die Azubi-Erstis. Also, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber als ich noch zur Schule gegangen bin, war ich immer ganz fest der Meinung, mein Beruf soll mich später glücklich machen und er soll sinnvoll sein. Und ich meine, im Großen und Ganzen ist das in meinem jetzigen Beruf auch so. Ich kann da tagtäglich Leuten die politischen News näher bringen. Was ich aber damals vielleicht nicht so ganz im Kopf hatte, war ein anderes Thema, und zwar Geld. Ohne ein bestimmtes Grundeinkommen ist es einfach super schwierig, sich ein einigermaßen gutes Leben leisten zu können. Miete, Lebensmittel, Versicherung,
Versicherung. Das und vielleicht auch mal ein Urlaub zwischendurch geht halt nur, wenn die Kassen regelmäßig gefüllt werden. Und auch ihr habt uns geschrieben, dass das Thema Geld bei Azubis ganz groß ist. Wie sieht es also geldtechnisch aus? Wie steht es um die Ausbildungsvergütung? Laut einer DGB-Umfrage ist der durchschnittliche Lohn, den Azubis bekommen, seit 2020 sogar um 10% gestiegen, um steigende Lebenshaltungskosten auszugleichen. Erhielten Azubis im Jahr 2020 pro Monat noch 836 Euro, sind es dieses Jahr bereits 929 Euro. Macht man eine Ausbildung bei der Polizei im mittleren Dienst, bekommt man sogar 1350 Euro brutto. Spitzenreiter sind übrigens FluglotsInnen. Hier steigt der Lohn im dritten Ausbildungsjahr sogar auf bis zu 5900 Euro brutto im Monat. Ja, und wenn man dann noch bei den Eltern wohnen kann, dann lässt es sich damit wohl ganz gut leben. Okay, so viel zu den vergleichsweise gut verdienenden Azubis. Viele von euch haben uns aber auch geschrieben, dass das Geld vorne und hinten nicht reicht. Man muss sagen, die finanzielle Lage unterscheidet sich natürlich auch sehr stark anhand des Ausbildungsberufes. Ein Bäcker oder eine Bäckerin bekommt heute im ersten Ausbildungsjahr 645 Euro. Ja, ein eigenständiges Leben, ohne auf die Eltern angewiesen zu sein, ist mit 645 Euro Ausbildungsgehalt halt super unrealistisch. Deswegen haben wir mal beim Arbeitsministerium und beim Bildungsministerium nachgefragt. Wie sollen sich Azubis ein Leben finanzieren, wenn manche Ausbildungsgehälter gerade so für die Miete reichen? Die Antwort des Arbeitsministeriums: Azubis könnten zusätzlich zur Ausbildungsvergütung noch staatliche Fördermittel beantragen. So sei der Lebensunterhalt von Azubis stets gesichert. Da ist zum Beispiel einmal die Berufsausbildungsbeihilfe, kurz BAB, mit der man bis zu 781 Euro im Monat für Lebenshaltungs- und Mietkosten bezuschusst bekommt. Und on top können noch Fahrtkosten, Arbeitsbekleidung und Kinderbetreuungskosten erstattet werden. Der Vorteil der BAB ist, das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. Dafür ist es jedoch genauso wie das BAföG elternabhängig. Verdienen die Eltern oder die verheirateten PartnerInnen der Azubis zu viel, gehen die eventuell leer aus. Zusätzlich zu dem gibt es noch für unter 26-Jährige das Kindergeld, das auch direkt an den Auszubildenden ausgezahlt werden kann, wenn sich die Eltern weigern sollten, das Kindergeld weiterzugeben. Und falls das immer noch nicht ausreicht, könnten laut dem BMAS Azubis mit Bürgergeld oder in manchen Fällen mit Wohngeld aufstocken. Ja, dann ist ja alles gut, oder? Nee, eben nicht. Also klar, rein theoretisch gesehen haben Azubis eine Möglichkeit, zusätzliche Gelder zu beantragen. Nur das hier ist ja trotzdem die Realität vieler Azubis. Woran liegt's? Einerseits ist da aktuell die Inflation. Zwar sind ja die Ausbildungsvergütungen seit 2020 um 10% gestiegen, durch Corona und den Angriffskrieg auf die Ukraine wurden aber Lebensmittel, Mieten, Dienstleistungen und alles, was so zum Leben dazugehört, im Schnitt um 17,5% teurer. Pizza zum Beispiel, unser Lieblingsessen schlechthin. Ist seit 2020 bis heute um ganze 36,6% teurer geworden. All the pizzas? Laut Jan Krüger vom DGB reicht daher die Erhöhung der Ausbildungsvergütung von 10% seit 2020 nicht aus. Und auch mit den Fördermitteln wie dem BAB, das seit 2020 um ca. 7% gestiegen ist, gibt es ein Problem. Diese Instrumente erreichen nicht so viele Leute, wie es sie eigentlich erreichen könnte. Dass Ausbildungsvergütungen und die staatlichen Fördermittel relativ knapp bemessen sind, ist schon so alt wie das Ausbildungssystem in Deutschland selbst. Angefangen hat das alles im, no joke, Mittelalter. Handwerker nahmen Lehrlinge damals bei sich zu Hause auf, gaben ihnen was zu essen und einen Schlafplatz. Einen Lohn bekamen sie damals aber nicht. Ganz im Gegenteil. Lehrlinge mussten sogar ein sogenanntes Lehrgeld zahlen. Man investiere ja in die eigene Zukunft. Der Gedanke ist aber heute auch noch ziemlich präsent. Bei einigen schulischen Ausbildungen, wie zum Beispiel zur Diätassistentin, Ergotherapeutin oder Erzieherin, muss man bis heute noch ein sogenanntes Schulgeld zahlen. Und auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung antwortet uns auf Nachfrage, dass eine Ausbildung anders als klassische Arbeitsverhältnisse nicht auf eine Finanzierung des Lebensunterhalts, sondern auf das Ausgebildetwerden ausgerichtet ist. So von wegen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so. Aber wenn man dann mal den Abschluss in der Tasche hat, dann muss sich so eine Ausbildung doch lohnen, oder? Damit man dann so richtig die Karriereleiter hochklettern kann. Kann man sich also mit einer beruflichen Ausbildung eine gute Zukunft aufbauen? Die Zukunftsperspektiven von Auszubildenden hängen häufig stark am Ausbildungsberuf. Man kann durchaus mit einer Ausbildung in der Industrie und einem tarifgebundenen Betrieb sehr gut mit seinem Gehalt ein eigenes, selbstbestimmtes Leben führen. Aber auch im Handwerk ließen sich mit Fortbildung und einem eigenen Betrieb gutes Geld machen. Anders jedoch sehe es zum Beispiel in den Bereichen Gastgewerbe oder im Handel aus. Da ist es eben so, dass die Gehälter nach der Ausbildung häufig nur knapp über dem Mindestlohn liegen. Und dann wird es sicherlich auch schwer,
damit ein eigenes, gutes Leben führen zu können. Geldmäßig lässt sich also sagen, von gutem Lohn bis Niedriglohn ist leider alles dabei. Und auch wenn man die späteren Einkommen von Studierenden und Azubis vergleicht, zeichnet sich ein Trend ab. Im Schnitt bekam man Ende 2021 mit einem akademischen Abschluss in Vollzeit 5.359 Euro brutto. Mit einer Berufsausbildung dagegen nur durchschnittlich 3.386 Euro. Wir brauchen auch Meisterinnen und Meister. Ja, da fragt man sich doch echt, warum alle den Master machen und keiner den Meister, oder? Kommen wir zum zweiten Punkt, die Ausbildung selbst. Der Ausbildungsreport der DGB-Jugend zeigt, dass viele Auszubildende die fachliche Qualität der Ausbildung, aber auch die Ausstattung der Berufsschulen häufig bemängeln. Da ist zu wenig Qualität in dem, was gelernt wird. Die Ausstattung der Berufsschulen ist häufig nicht gut. Da fehlt es an digitalen Lernmitteln, da fehlt es an Lehrerinnen und Lehrern. Mehr als jeder dritte Azubi sieht sich durch die Schulen nur ausreichend oder mangelhaft auf den Umgang mit digitalen Medien im Beruf vorbereitet. Fast genauso viele der Azubis sind laut dem DGB-Bericht grundsätzlich mit ihrer Ausbildung unzufrieden. Und die Begeisterung nimmt dabei im Laufe der Zeit sogar noch stetig ab. Mehr und bessere Ausstattung, aber auch frei zugängliche Lernmittel im analogen, aber auch digitalen Bereich. Das brauchen Azubis laut Jan Krüger und dem DGB ganz dringend. Wir brauchen einen Pakt für berufliche Schulen. Wir müssen mehr in die Ausstattung von Berufsschulen investieren. Wir brauchen mehr Lehrkräfte dort, mehr Unterstützung für junge Menschen in der Berufsschule. Dieser Pakt ist auch eigentlich im Koalitionsvertrag festgehalten. Da steht, zur Stärkung und Modernisierung berufsbildender Schulen legen wir mit Ländern, Kommunen und relevanten Akteuren einen Pakt auf. Auf unsere Anfrage, was denn nun mit diesem Pakt sei, meinte das BMBF, dass die Bundesregierung und die Kultusministerkonferenz in konstruktiven Gesprächen dazu sind. Grundsätzlich sei Bildung eben Sache der Bundesländer. Okay, heißt auf gut Deutsch, bis sich wirklich was an den Berufsschulen ändert, heißt es erstmal weiterhin die knarzenden Tastaturen des viel zu alten Schul-PCs zu drücken. Gerade die Besten im Analogen tun sich am schwersten auf Digitale umzustellen. Auch die 750 Millionen Euro schwere Exzellenzinitiative für berufliche Ausbildung bis 2026 ändere da laut Krüger nichts. Diese Exzellenzinitiative für berufliche Bildung ist aber eine Sammlung von Maßnahmen, die zum Teil schon bestehen. Da ist zum Beispiel einmal das sogenannte Aufstiegs-BAföG, das Fortbildung zum Meistertitel mitfinanzieren soll. Oder ein Wettbewerb, der berufliche Ausbildung gerade in innovativen Berufsfeldern wie der Elektromobilität verbessern soll. Aber wie profitieren jetzt zum Beispiel Azubis im Einzelhandel davon? Krüger, geht das nicht weit genug? Die Förderung muss insbesondere bei denen ankommen, die es am nötigsten haben. Und deswegen finde ich auch Exzellenz die falsche Herangehensweise. Aber eine Ausbildung findet ja nicht nur in der Schule statt. Wie sieht es in den Betrieben aus? Da sehen wir, dass genau dieser Aspekt des Lernens häufig hinten runterfällt. Das nennen wir ausbildungsfremde Tätigkeiten. Mehr als ein Drittel der Auszubildenden hat keinen betrieblichen Ausbildungsplan. Also einen Plan, der die Ausbildung im Betrieb strukturiert. Obwohl so ein Plan gesetzlich vorgeschrieben ist. 13% der Azubis gaben im DGB-Bericht außerdem an, Arbeitsvorgänge nur selten oder nie zufriedenstellend erklärt zu bekommen oder immer oder häufig ausbildungsfremde Tätigkeiten erledigen zu müssen, wie zum Beispiel Toilettenputzen. Knapp 57% müssen zumindest manchmal oder selten für solche Tätigkeiten ran. Nur 30% betrifft das nie. Das sind eigentlich Sachen, die verboten sind. Das könnte auch erklären, warum mehr als ein Viertel sich nach Feierabend nicht richtig erholen kann. Und gut jeder oder jede sechste Auszubildende würde die Ausbildung im eigenen Betrieb nicht weiterempfehlen. Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sieht, dass Unternehmen Einfluss auf die Zufriedenheit der Azubis haben. Es verweist aber auch gleichzeitig auf die Möglichkeit einer assistierten Ausbildung, bei der AusbildungsbegleiterInnen eingesetzt werden können. Von der Agentur für Arbeit organisiert, unterstützt das Jobcenter bei einer assistierten Ausbildung vor der Ausbildung, also zum Beispiel bei der Bewerbung, und während der Ausbildung, also zum Beispiel bei der Vermittlung zwischen Betrieb und Azubi. Das ist aber noch nicht alles. Laut dem Bundesministerium müssten sich Betriebe nicht nur während der Ausbildungszeit mehr anstrengen. Das bringt uns zum dritten und letzten Punkt, dem Übergang von der Schule zur Ausbildung. Das größte Problem ist nämlich folgendes. Während es super viele Unternehmen gibt, die dringend Azubis suchen, gibt es auch viele Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen und nirgendwo angenommen werden. Haben wir ja schon gehört. Laut der Agentur für Arbeit sind rund 177.000 Ausbildungsplätze in Unternehmen unbesetzt. Für das Arbeitsministerium sei das erstmal kein Problem, was die Politik lösen muss. Die Betriebe hätten das gut selbst in der Hand. Ausbildungssuchende könnten ja von Betrieben mit attraktiven Ausbildungsplätzen und Bedingungen angeworben werden. Auch das Bildungsministerium schreibt etwas Ähnliches.
Ähnliches. Die Wirtschaft müsse attraktive Ausbildungsbedingungen schaffen, um Azubis eine berufliche Ausbildung schmackhaft zu machen. Laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer ist neben dem demografischen Wandel jedoch vor allem eine fehlende berufliche Qualifizierung ein Grund für die Lücke zwischen BewerberInnen und besetzten Ausbildungsplätzen. Während die Wirtschaft also sucht und sucht und sucht, haben richtig viele Ausbildungssuchende Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden. Trotz der vielen unbesetzten Plätze suchten im August 2023 knapp 76.000 junge Menschen nach einem Ausbildungsplatz. Viele junge Menschen bekommen laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung gar nicht erst eine Antwort von den Unternehmen, bei denen sie sich beworben haben. Zu den 76.000 Ausbildungssuchenden kommen aber noch weitere dazu. Über 200.000 junge Menschen gehen jedes Jahr nicht in Ausbildung, sondern in die vielen Maßnahmen des Übergangssystems, wo eben kein Berufsabschluss erworben werden kann. Und das sind alles potenzielle Fachkräfte, die in der Zukunft fehlen. Okay, was genau ist dieses Übergangssystem? Das Übergangssystem ist als eine Art Fördersystem zur Berufsvorbereitung gedacht. Ausbildungssuchende können hier, Stand 2021, an insgesamt über 200 schulischen Fortbildungen oder Förderprogrammen und Initiativen auf Länder-, Bundes- oder EU-Ebene teilnehmen. Das Problem dabei ist aber, viele bleiben in diesem Übergangssystem stecken. Die werden also nicht, wie eigentlich gedacht, erst gefördert und dann an einen Betrieb für die berufliche Ausbildung vermittelt, sondern sie gehen irgendwann ohne Berufsabschluss aus diesem Übergangssystem raus. Und das sind aktuell so viele wie noch nie. 2021 hatten erstmals mehr als 2,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 in Deutschland keinen Berufsabschluss. Das bedeutet nämlich, dass diese jungen Menschen wahrscheinlich Probleme haben werden auf dem Arbeitsmarkt. Sie werden häufiger befristet beschäftigt in Teilzeit, werden unterbrochene Erwerbsbiografien haben. Und das ist ein Riesenproblem für diese jungen Menschen. Zwar sind verglichen mit 2005 nur noch halb so viele Menschen in diesem Übergangssystem. Jan Krüger fordert dennoch mehr individuelle Unterstützung. Gerade diejenigen, die sich schwer tun, einen Ausbildungsplatz zu finden und sich darauf zu bewerben, gerade diejenigen fallen eben durch dieses Raster. Und gerade für diejenigen bräuchte es mehr individuelle Unterstützung. Und um genau da was zu tun, hat die Bundesregierung Ende Juni die Ausbildungsgarantie beschlossen. Ab August 2024 bekommen junge Menschen, die keinen Ausbildungsplatz in einem Betrieb finden und eben zum Beispiel in den Übergangsfortbildungen feststecken, eine Ausbildung garantiert. Und diese findet dann komplett an einer Schule und nicht wie sonst auch teilweise in Betrieben statt. Und das Coole dabei ist, auch wenn der betriebliche Part fehlt, soll die Ausbildung formell genauso viel wert sein wie eine Ausbildung im Betrieb. Also zumindest auf dem Papier. Unser Ziel ist es, mit der Ausbildungsgarantie dafür zu sorgen, dass wir jedem jungen Menschen hier ein Angebot machen auf den Einstieg in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben durch Ausbildung. Laut dem BMAS wolle man mit dem kürzlich beschlossenen Aus- und Weiterbildungsgesetz ab 2024 das Leben für Azubis einfacher machen. Mit einem neuen Mobilitätszuschuss sollen sich BewerberInnen künftig auch Ausbildungsplätze in weiter entfernten Regionen besser leisten können, weil sie zum Beispiel zweimal im Monat die Fahrtkosten in die Heimat erstattet bekommen. Grundsätzlich wurden also Maßnahmen eingeleitet, die dem Azubi-Mangel entgegenwirken sollen. Für Jan Krüger vom DGB ist diese Ausbildungsgarantie übrigens jetzt schon nicht ausreichend. Sie gelte nur regional dort, wo es akut zu einem Mangel an Ausbildungsplätzen komme. Fazit. Ja, als Azubi könnte einem eigentlich der rote Teppich ausgerollt und der Schweiß von der Stirn getupft werden. Immerhin tritt man für nicht weniger an als die Rettung der deutschen Wirtschaft. Das klingt jetzt pathetisch, ist aber so. Und alle sind sich ja auch irgendwie einig. Ausbildungsberufe sind mega wichtig. Für Azubis wird aber trotzdem zu wenig getan. Und zwar in allen Bereichen. Beim Lohn, bei den Arbeitsbedingungen und beim Einstieg in die Ausbildung. Und das Ding ist ja auch, mit der Ausbildung zum Gesellen oder zur Gesellin ist es ja nicht getan. Mehr als 4 von 10 Azubis wissen im letzten Ausbildungsjahr noch nicht, ob sie von ihrem Betrieb übernommen werden. Und wenn, dann wird jeder Vierte nur befristet angestellt. Oft nur für ein Jahr. Dabei will die Politik ja explizit auch Meister und nicht nur Master. Die Frage ist nur, wie viele Azubis überhaupt bis zum Meister weitermachen, wenn sich nichts ändert. Die Bundesregierung war ja nicht untätig. Diverse finanzielle Hilfen, Förderung für bestimmte Branchen und die Ausbildungsgarantie. Alles Sachen, die gibt es schon oder die kommen noch. Aber die Zahlen und eure Erfahrungen, die sind ja eindeutig. Das reicht alles nicht. Wenn Hilfen nicht ankommen, nur für ganz bestimmte Branchen gelten oder nicht ausreichen, dann werden wir den Fachkräftemangel in diesem Leben wohl kaum mehr ausgleichen können. Und auch wenn ich absolut sehe, wie schwer es viele kleine Betriebe aktuell haben. Auch Arbeitgeber sollten sich um Azubis bemühen, sie fair bezahlen und fair behandeln. Die allermeisten sind nämlich echt motiviert. Das haben wir in euren Kommis richtig oft gelesen. Die Frage ist halt nur, wie lange noch? Politik und Unternehmen müssten endlich verstehen, wenn Azubis strugglen, schadet das letztendlich uns allen. Macht ihr gerade eine Ausbildung oder kennt ihr jemanden, der eine macht? Dann schreibt uns eure Erfahrungen doch mal in die Kommentare. Um nichts mehr zu verpassen, was sich politisch für junge Menschen in diesem Land tut, klickt mal hier unseren Abo-Button. Und apropos Struggle, hier haben wir uns angeguckt, warum es gerade für junge Menschen in Deutschland so schwierig ist, an einen Therapieplatz zu kommen. Und apropos hohe Preise, hier hat sich Was kostet die Welt angeguckt, warum Birkenstock so teuer geworden sind.